For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine wunderhübsche rote Regenbogenboa, Epicrates Kenchria. Früher Kenchria Kenchria, jetzt mittlerweile wohl nur noch Kenchria. Maurus ist als extra Art bestimmt worden. Also rote Regenbogenboa kommt aus Südamerika. Jungtiere sieht oder hat man oft, also es ist eine sehr beliebte Terrarienschlange, meistens als Jungtier. Hier mal ein adultes Tier für euch. Zum einen sieht man, dass sie auch adult noch wunderschön sind von den Farben, ne? Also die Zeichnung ganz klar zu erkennen. Die orange-rote Färbung, die hübschen Flanken, ne? Mit diesen Halbmonden drin. Also wirklich nach wie vor noch eine wunderschöne Färbung, diese Kenchrias. Auch mal die Größe ganz gut zu sehen. Also wenn ich die vor mich halte, die hat bestimmt so runde 2 Meter. Also es werden schon stattliche Terrarientiere, aber doch noch eine vertretbare Größe für die Terraristik. Also wirklich eine wunderschöne Terrarienschlange, seit Jahrzehnten absolut beliebt bei den Boa und Python-Haltern. Und deswegen für euch heute als Intro-Tierchen die Epicrates Kenchria. Wir haben wieder unser Reptilien-ABC gemacht, sind mittlerweile schon beim J angelangt. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Da kamen wieder tolle Beiträge von euch, wobei das J gar nicht so einfach war, hat man gemerkt. Es kam also in Anführungsstrich relativ wenig oder wenig Verschiedenes, aber das liegt einfach an dem Buchstaben J, das ist ja wirklich nicht einfach. Es kam zum Beispiel Jemen-Chamäleon, da haben wir schon eine Folge drüber. Es kam Jungtiere oder Jungtieraufzucht. Da ist bei mir nicht ganz der Groschen gerutscht. Da wusste ich nicht genau, was soll ich zu Jungtiere machen. Aber es kam auch J wie Jakobsches Organ. Und das fand ich eine super Idee, weil das Jakobsche Organ wirklich was ist, wo die Terraristik oder wo in der Terraristik unheimlich präsent ist, ne? Also wenn wir jetzt hier den Theo angucken, der bezüngelt mich hier in einer Tour. Und wieso macht er das? Das macht er, weil er sein Jakobsches Organ mit Informationen füttern will, ne? Der streckt seine Zunge raus, nimmt irgendwelche Geruchspartikel mit seiner Zunge auf, bringt die rein in den Rachen. Und im Rachen oben im Gaumen sitzt das Jakobsche Organ. Und das will er mit seiner Zunge versorgen. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Ein Däne hat 1811 dieses Organ entdeckt. Ein gewisser Ludwig Levin Jakobsen. Der hat es entdeckt, dass es da ein Organ gibt. Er hat es beschrieben und hat so auch den Namen gegeben für dieses Jakobsche Organ. Ne? Bei den Reptilien ist, wie gesagt, ich würde sagen oder ich würde behaupten, dass es das wichtigste Sinnesorgan der Reptilien ist, ne? Also wir wissen, die Ohren sind so gut wie gar nicht ausgebildet, die Augen, je nachdem, Schlangen, Echsen, Schildkröten, ja, bei manchen ein bisschen besser, bei manchen ein bisschen schlechter, aber bei vielen Reptilien auch schlecht ausgebildet. Das Wärmeorgan bei vielen Reptilien ist wichtig, aber wie gesagt, das Wichtigste ist dieses Jakobsche Organ, weil sie damit, sie finden ihr Futter, sie finden ihre Geschlechtspartner, sie erkunden damit ihre Umgebung, sie finden damit ihre Feinde oder nehmen die Feinde wahr, ne? Und das wirklich unheimlich präzise, ne? Also sie nehmen nicht nur ein Geruchspartikel auf, sondern sie können sogar die Richtung von diesem Geruchspartikel zuordnen. Ne? Also Schlangen zum Beispiel oder die meisten Reptilien, die eine gespaltene Zunge haben. Aus diesem Grund ist diese Zunge gespalten, weil sie durch dies Zweigeteilte sagen können, kommt dieser Geruch eher von links oder eher von rechts, beziehungsweise dadurch haben sie ein dreidimensionales Riechen. Ne? Sie können genau die Richtung feststellen, aus der dieser Geruch kommt, ne? Was wir
Jetzt habe ich gerade das Wort Riechen gesagt. Das ist natürlich eine Art von Riechen. Aber wenn wir uns das als Mensch vorstellen, wenn wir einen Geruch riechen, dann riechen wir nicht, kommt er von da oder kommt er von da, beziehungsweise dann müssen wir hin und her laufen und die Reptilien machen das durch ihre Zunge, können die genau sagen, ah, das kommt aus der Richtung von da und da. Das macht dieses Organ so phänomenal oder so wichtig und so interessant für die Reptilien. Was ebenfalls interessant ist, ist, dass dieses Jakobsche Organ, man denkt, oder man bringt es, oder ich zumindest bringe das immer mit Reptilien in Verbindung. Es gibt viele andere Lebewesen, die über dieses Organ verfügen. Katzen benutzen es relativ regelmäßig, ne, dass sie, oder auch bei den Hunden kennt man es, man sagt Flehmen dazu, ne, dass sie ihren Mund so hochstrecken oder vielleicht auch die Oberlippe ein wenig hochziehen, um diese Geruchspartikel aufzunehmen. Also auch bei den anderen Wirbeltieren sitzt dieses Jakobsche Organ im Mund, im Rachenraum. Bei Bären zum Beispiel sieht man in der Natur, als wenn die Bären so ihre Lippe rausstrecken. Ne? Da ist es auch recht ausgeprägt. Elefanten haben es zum Beispiel auch. Beim Mensch, habe ich gelesen, ist es fast ganz zurückgebildet. Aber man kann es bei Embryonen sogar noch erkennen, dass da im Hirn dieses Organ ganz rudimentär veranlagt ist. Also es ist nichts Reptilientypisches, aber wahrscheinlich oder ziemlich sicher, es gibt kein Tier oder keine Tierart auf dieser Welt, die das so perfektioniert hat wie die Reptilien. Wie gesagt, vor allem mit ihrer gespaltenen Zunge, ne? Die Schlangen alle mit gespaltener Zunge, viele Echsen, ne? Die Warane, wie wir vorher, die Theos, wie wir vorher gesehen haben, die Warane, Lazerten, nehmen es über die gespaltene Zunge auf. Andere Reptilien, wie jetzt Geckos zum Beispiel, was haben wir noch? Die Skinke zum Beispiel haben keine gespaltene, sondern eine fleischige Zunge. Die haben das vielleicht nicht ganz so perfektioniert, aber trotz alledem ist das für die, wie gesagt, so das wichtigste Sinnesorgan. Ich hatte es gerade vorher schon angesprochen, das Prinzip, ne, Zunge raus, Partikel aufnehmen und rein ins Maul. Im Rachen sitzt das Organ. Wir können da mal reinschauen in das Maul von dem Tier, ob wir was erkennen können. Also ich würde vermuten, dass die hier vorne sitzt, hier direkt am Eingang, weil das hinten dran, da sieht man eine große Öffnung. Das ist die Öffnung, die zur Nase hochgeht. Ne? Das hat mit dem Jakobschen Organ nichts zu tun. Sondern das ist eine ganz kleine Öffnung, Vertiefung. Also ich würde sie hier vorne vermuten. Das ist einfach zu klein, als dass man sieht, dass die oder dass man diese Löcher richtig mit bloßem Auge sehen kann. Wie gesagt, sitzt am Oberkiefer, hat eine direkte Verbindung zum Gehirn, also geht auf direktem Wege, gibt es die Informationen an das Gehirn weiter und so kann das Tier eben das direkt umsetzen und sich damit, wie gesagt, orientieren, Feinde sehen, Beute sehen. Was man auch manchmal noch verwechselt oder falsch liest, da wird das Jakobsche Organ mit dem Wärmeorgan in Verbindung gebracht. Ne? Das sind absolut zwei Paar Stiefel. Also ich würde sagen, das Wärmeorgan bei den Schlangen, ne, in dem Fall bei einem Königspython, ist ja ein Grubenorgan. Ne? Man sieht hier deutlich die Gruben neben der an den Oberlippen oder überhalb der Oberlippen, die Wärme wahrnehmen. Das hat mit dem Jakobschen Organ nichts zu tun. Also das Jakobsche Organ kann keine Wärme unterscheiden. Es kann lediglich Gerüche aufnehmen. Jetzt wisst ihr, warum die Reptilien züngeln. Ganz wichtig für die Reptilien. Und so viel zum Jakobschen Organ. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt. Ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.